Moin Moin und willkommen zurück zur zweitäglichen Soap Mass Effect 1. Beim letzten Mal sind wir hier rumgerannt, haben gesucht und gesucht. Jetzt habe ich hier drin einen Fahrstuhl gefunden, den nutzen wir jetzt einfach. Und fahren damit mal. Das ist der einzige Weg, den ich noch wüsste, der anders ist. Sonst laufen wir nämlich wer rum. Ich bin 5-6 Minuten hier schon rumgelaufen, deswegen ist es für euch jetzt gut zu wissen, was passiert denn hier? Oh. Oh. Was ist denn los? Wo sind die Waren? Wo ist Jarvis? Nein, zurück. Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Sie werden nicht die Arbeit vernichten, die wir hier begonnen haben. Oh nein. Ich krieg gleich wieder. Okay, es müssen auch Gegner hier sein. Sonst würden die beiden ja aufstehen. Was tun sie nicht? Hier drin? Ich will trotzdem kurz alles angucken hier. Hier sehe ich irgendwas. Sehe, was wir noch brauchen können. Mist. Perfekt. Da seid ihr wieder. So, wir heilen euch mal kurz. Dann gebe ich euch die Tür. Gehen wir in die Richtung weiter? Nee. Ich will immer nachladen, da muss man gar nicht bei der Waffe. Man drückt immer automatisch auf X, um nachzuladen. Totaler Quatsch. Weil man von allen anderen Shootern und so kennt, ne? Nicht schießen! Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist. Wer sind Sie? Lassen Sie mal hören. Wer sind Sie und was wollen Sie? Rana Thanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Wovon reden Sie da? Das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Aha. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Nein. Sie haben brutale Experimente an hilflosen Testpersonen durchgeführt. Sie haben Saren geholfen. Ich werde Sie nicht leben lassen. Ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Ich hatte keine andere Wahl. Tut mir leid. Zu spät. Das hilft ihren Opfern auch nicht mehr. Nein! Ich weiß, ein bisschen hart, aber muss sein. Abtrünnig, plus 9, okay. Das war vielleicht nicht ganz so cool, aber ich kann ja nicht jeden freilassen, oder? Kann ich schon. Will ich aber gar nicht. So. Danke, dass du die Tür aber aufgemacht hast. So, ab zum Privatlabor. Guck mal, was Saren da so vor uns verheimlicht. Ich wollte sagen, ist das der Lift? Ne, das ist der Lift. Dann wollen wir mal. Ich muss irgendwann nochmal die Steuerung ein bisschen feiner einstellen oder schneller einstellen. Und rotieren oder so. Commander, sehen Sie doch! Noch ein Sender! Wie der auf Eden Prime!
Gucken wir es ihm an. Schlecht. Mehr kann man in seinem Labor nicht machen. Sarens Experimente müssen gestoppt werden. Ja, aber wie denn? Achso. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VE-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Geile Stimme. Ich bezweifle, dass es eine VE ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Es gibt eine komplette Galaxis voller vereinter Rassen, die nur darauf warten, sich mit ihnen zu messen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle erschufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine, und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Commander, wir bekommen Ärger.
Schießen Sie los, Joker. Okay. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe in zwei gerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell. Sie müssen fertig werden, schnell. Die Konsole ist hinüber. Befehle, Commander? Brechen wir auf zur Brutstätte. Joker kann uns einsammeln, sobald wir die Bombe gesetzt haben. Okay. Anrichtung. Okay, die Bäume müssen wir auch noch irgendwo hinlegen. Weiß noch nicht wo. Ich bin gleich mitten im Weg. Okay, sowas nicht geplant. Was haben wir was gemacht? Die Gates kehren um. Shepard muss näher. Wir müssen einmal speichern. Komm. Yaito, machen Sie. Ich weiß, es geht weiter, aber ich würde einmal kurz bei der Squad gucken, die Punkte nochmal vergeben können. Das machen wir nämlich direkt. Ich würde auf jeden Fall die Dechiffrierung ein bisschen höher machen. Und? Nochmal speichern. Dann geht's weiter. So. Jetzt frage ich, welchen Weg wir müssen. Scheint der richtige Weg zu sein, desto mehr Gegner da kommen. Und wo sind wir jetzt hin? Hier haben wir ein paar Kanister, die machen wir auf. Wow, ich habe fast falsch gedrückt. Was zum Einsammeln? Oh, verdammt! Ich finde, das können sie auch so, wenn man bei die Vierer könnten sie weglassen, wissen Sie, weil wenn man die hat man ja, die kann man ja schon eigentlich. Wenn man so diese vier Stufen kann man schon weglassen, dass man nur noch die Sechser drücken muss. Und ich irgendwie alles immer drücken muss. Abgestiegen, auch nicht schlecht. Ist hier noch irgendwas, was man einsammeln kann? Ne, wir gehen hier oben längs. Deaktiviert! Achtung, Sie sind.
Wir haben so. Das andere in Sichtweite. Ist hier noch irgendwas? Ja, da, guck mal. Haben wir gedacht, irgendwas ist da doch. Rein hier. Huiuiui. Dann kommt ein bisschen Action rein. Aber es ist noch nicht wirklich schwer. Ich meine, ich weiß nicht, ob man da irgendwas stellen kann. Vielleicht bin ich auch noch zu... Keine Ahnung. Also es ist noch nicht so, dass es wirklich kompliziert ist. Aber naja. Wollen wir voll machen und einmal einsammeln. Da ist das Geschütz. Vernichten Sie die Gate und bringen Sie die Sprengladungen an. Halt, mal Tür auf. Wie viele geht hier noch rumlaufen? Sprengladungen sind angebracht. Alle Mann runter, sofort! Hier passiert doch irgendwas. Ich kann nicht mehr speichern, okay. Gut gemacht. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. Ich kann immer noch speichern, scheiße. Jetzt? Nee. Ah, da kommt er. Ah, cool, da kommt er, okay. Da quetscht er uns gerade. Oh, irgendwas passiert doch jetzt. Bombe ist in Position. Wir sind hier alle Commander, hören Sie mich? Ich höre Sie. Die Atombombe ist fast bereit. Gehen Sie zum Treffpunkt, Williams. Nein, Commander. Die Gate haben uns am Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Captain Kirahi ist tot. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Hm. Niemand wird zurückgelassen. Halten Sie durch. Wir kommen Sie holen. Negativ! Stellen Sie einfach sicher, dass die Bombe scharf ist. Wir halten Sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Gut. Hoch zum Flakturm. Los. Okay, wir nehmen mit. Ihn mal wieder und diesmal nehmen wir dann mal Sie mit. So, und bevor wir das machen, speichern wir einmal. Mist, jetzt, wo ich gespeichert habe, wollte ich eigentlich den Squad noch ein paar Punkte verteilen. Halt mal. Okay. Ausrüstung. Gucken, bei ihm ist alles klar. Ihm eigentlich auch. So, mal kurz mal in die Rüstung gucken. Nee. Gut, guck mal bei ihr. Das ist eigentlich gar nichts. Eine Rüstung, haben wir eigentlich eine Rüstung für sie? Nee. Negativ. Eine Rüstung, die ihr passt, ist ja echt scheiße. Gut. Jetzt ein Raptor. Bandmunition. Schrotflinte. Kriegst du die?
und bekommst auch Brandmunition. Handfeuerwaffe für die und bekommst Kyro-Munition. Scharfschützengewehr, benutzt du das? Du kriegst einen Striker. Kyro-Munition. Gut, so, jetzt speichern wir nochmal und dann geht's weiter. Oh, tut mir leid, jetzt immer dieses Aufrüsten, das dauert immer alles ein bisschen. Die Frage, wo ist denn dieses beschissene Flak? Keine Ahnung. Oh, da muss. Richtig? Ich glaube, es geht nach oben, nicht nach unten. Ja, okay, geht nach oben. Gut. Gucken wir kurz hier ein paar Sachen. In der Kiste. Jetzt hat die andere Seite laufen wahrscheinlich, ne? Hä? Hey, wo sollen wir denn hin? Ach, hier oben geht auch noch längs, okay. Verstärkung, wir beeilen uns lieber. Vorsicht, Lieutenant. Wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist schon hier! Die gesamte Detonationsstelle wimmelt von Geld! Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele! Ich glaube nicht, dass wir durchhalten, bis sie hier sind. Ich aktiviere die Bombe! Was machen Sie denn da, Alenko? Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst. Vergessen Sie's. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Alenko. Den wollen wir retten. Ach, wir Alenko? Retten. Funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns an der Detonationsstelle treffen. Ja, Commander. Ich... Sie wissen, dass es die richtige Entscheidung ist, Lieutenant. Bleiben Sie am Leben. Ich werde Sie holen kommen, Ash. Wir beide wissen, dass das nicht passieren wird, Commander. Oh. Schade. Also die können wir also nicht retten. Schade eigentlich. Es sind so viele Leute verliert unterwegs, ne? Irgendwie schade. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Deckung gesucht. Das war natürlich doch dumm von mir. Hätte ich mal Deckung gesucht.
Hätte ich mal Deckung gesucht. Da kriegen wir doch hin. Also jetzt müssen wir die ganze Scheiße mal machen und sie holen oder eben da bleiben, ne? Okay, zweite Entscheidung. Was machen wir? Holen wir sie oder holen wir sie nicht? Das ist natürlich unsere Frage, ne? Ich würde sagen, wir müssen versuchen, sie zu holen. Da kann man noch was rausholen aus der Kiste. Und jetzt passiert es, ne? Verstärkung. Wir beeilen uns lieber. Vorsicht, Lieutenant. Wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist schon hier. Die gesamte Detonationsstelle wimmelt von Geld. Können Sie sie zurückhalten? Negativ. Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir durchhalten, bis sie hier sind. Ich aktiviere die Bombe! Was? Was zum Teufel machen Sie da, Alenko? Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst. Vergessen Sie's. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Alenko. Ich hole Ashley. Williams, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns am Flakturm treffen. Ja, Commander. Ich... Es ist die richtige Entscheidung. Und Sie wissen das, Ash. Tut mir leid, Kaidan. Ich musste mich entscheiden. Ich verstehe, Commander. Ich bedauere nichts. Okay, ich weiß noch nicht, wo der Flakturm ist, alles da. Können wir da durch jetzt? Ja, okay. Ah, guck mal, erste Hilfestation. Nehmen wir gerne mit. Könnte auch beide retten, glaube ich, aber... Garus. Oh, Saren. Oder wer ist das? Oh. Das war eine eindrucksvolle Ablenkung, Shepard. Meine Geht waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Sovereign und seine Art haben die Proteaner vernichtet. Was gibt es mehr zu verstehen? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn Sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? Glauben Sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe.
Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Ach, so ein Spinner. Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Sie und jeder andere bedauernswerte Bastard hier. Ein Instrument, das Sovereign benutzen und dann wegwerfen kann. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Sovereign manipuliert Sie. Sie erkennen es nicht mal. Sie stehen doch schon unter seiner Kontrolle. Nein, Sovereign braucht mich. Wenn ich die Röhre finde, wurde mir eine Begnadigung vor dem Unausweichlichen versprochen. Das ist meine einzige Hoffnung. Sie waren ein Spectre. Sie haben geschworen, die Galaxis zu verteidigen. Dann brachen Sie den Schwur, um sich selbst zu retten. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber Sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen Sie sterben. Wie bitte? Kann man schießen, ey. Warte, schaff die Waffe stellen. Sache nicht hin. Oh, okay, das wollte er jetzt nicht. Egal, wen wir jetzt gerettet hätten, wahrscheinlich wären wir bei Kane oder bei Ashley gelandet. Und ziemlich cool. Oh. Können wir ihn nicht mehr retten? Schade eigentlich.
Ach, der stirbt den Heldentod. Alle festhalten! Krass. Wir haben Kaidan verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir ihn nicht retten? Wir hatten keine Zeit. Ich konnte nicht sie beide retten. Die Bombe war kurz davor, hochzugehen. Sie hätten mich nehmen sollen, Commander. Das wissen Sie. Sie trifft keine Schuld, Williams. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für Sie entschieden. Es tut mir leid, Commander. Sie haben mein Leben gerettet. Ich bin Ihnen dankbar dafür. Aber Sie hätten mich nehmen sollen. Alenko war ein herausragender Officer. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mich zu opfern. Es war nicht Ihre Schuld. Und es war nicht meine Schuld. Dafür ist ganz allein Saren verantwortlich. Jawohl, Sir. Wir werden ihn aufhalten. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Commander, Ihre Visionen, haben sie sich verändert? Wissen Sie jetzt, wo die Röhre ist? Die Vision hat sich verändert, aber es ist immer noch verschwommen. Dann kommen wir so nicht weiter. Wir werden wohl nach Pharos reisen müssen. Vielleicht finden wir dort, wonach wir suchen. Gute Idee. Ich werde Joker mitteilen, wohin unsere nächste Reise geht. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Kroganer ein harter Gegner. Die Kroganer hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Also? Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise. Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Super, das ist nochmal ein schöner Abschluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge.